Der russische Präsident Wladimir Putin räumt am Donnerstag zum ersten Mal die Möglichkeit russischer Hackerangriffe auf westliche Interessen als theoretisch möglich ein. Der 64-Jährige betont, dass der russische Staat nicht in solche Aktivitäten verwickelt sei. Im Gegenteil. Russland versucht, Cyberkriminalität zu bekämpfen. Putin betont auch, dass die sogenannten Cyberhacker unabhängig vom Staat seien. Der Kreml-Chef bezeichnet die Hacker als freie Menschen sowie Künstler, die morgens aufstehen, lesen, was in der Außenpolitik vor sich geht und sich einmischen, wenn sie patriotisch eingestellt sind. Putin äußerte sich zu dem Thema, nachdem er auf einem Wirtschaftsforum in St. Petersburg von ausländischen Journalisten auf Befürchtungen angesprochen wird, wonach die russische Regierung versuchen könnte, sich in die Bundestagswahl einzumischen. Internetsicherheitsexperten sind sich hingegen sicher, dass Russlands Regierung hinter den jüngsten Cyberangriffen auf die Kampagne des jetzigen französischen Präsidenten Emmanuel Macron stehen. Auch US-Geheimdienste sind überzeugt, dass die russische Führung mit Cyberattacken während der amerikanischen Präsidentschaftswahl versucht, die Chancen des späteren Siegers Donald Trump zu steigern.